und herzlich willkommen zum GIMP Not a Pro Newsflash. Und wir beginnen gleich mit dem Hauptthema. Vor geraumer Zeit hatte der Dirk aufgerufen, einen neuen Klarnamen für H1N1 zu finden. Und er hatte eine Verlosung mit angebunden und ich lasse ihn jetzt mal selbst sprechen. Er hat mir eine kleine Videodatei zugesendet und schaut es euch einfach an. Hier ist die Auflösung der Verlosung. So, ihr Lieben, hier habe ich alle Namen der Teilnehmer von unserer super Wecker-Verlosung aufgeschrieben auf dem Zettel. Und ich mische hier noch einmal kurz durch. Schütt hier alles raus. Ne? Becher ist leer. Ne? Oh, kleben ja hier zum Teil alle. Stopp, noch einmal durchmischen. Damit ihr mir glaubt, da, man sieht nirgendwo, sind da irgendwo ein Name, ist das ein, das zwei oder ist das einer, so, Ene Mene Miste, rappelt in der Kiste, Ene Mene Mac und du bist weg. So, dann machen wir dich auf und gewonnen hat, Cedric, herzlichen Glückwunsch, du hast soeben einen Wecker gewonnen. Wir kennen uns, ich schreibe dich nachher an und dann kannst du mir, wenn du das hier gesehen hast, deine Adresse nochmal schicken, damit wir den Wecker zuschicken können. Viel Spaß und stay gimped. Bis dann. Ciao. So, lieber Cedric, diesen tollen Wecker hast du gewonnen. Muss mal gucken, dass das nicht so blendet. Also man merkt, es ist so ein tolles Lichtspiel. Je nachdem, wie man den hält, sieht man Hulk, den Iron Man oder... mal gucken, ich glaube Deadpool ist vielleicht sogar auch bei. Also mal gucken. So sieht es von hinten aus. Captain America, Iron Man, Hulk. Ja, viel Spaß damit. Ich sende es dir mit Freude zu. Bis dann. Ach, und an alle, die jetzt nicht gewonnen haben, macht euch nichts draus. Das nächste Gewinnspiel kommt schon bald. Ciao, ciao. Die Ford Studios haben die Entwicklung eines neuen Action-Plattformers angekündigt. Der Name Helmet Force Rise of the Machines. Und sie haben auch gleichzeitig gesagt, dass es erstmals auf der Gamescom der Presse vorgestellt wird. Also uns, weil wir sind am Pressetag auf der Gamescom vorhanden. Ja, da wollen wir doch mal gucken, was dabei rumkommt. Und zum Schluss wie immer noch ein paar News in eigener Sache. Und wie ihr gesehen habt, meine Verlosung zum 1000. Video ist auch beendet. Ich habe die 3 Gewinner gezogen, beziehungsweise es sind ja eigentlich 4 mit dem Dirk und seinen Vorschlägen zum Advent, aber auch das werde ich durchziehen. Die Kisten sind gepackt, jetzt warte ich nur noch auf die T-Shirts, damit ich die noch dazulegen kann. Sind auch schon bestellt, alles läuft, alles geht. Ihr werdet in näherer Zukunft von mir Bescheid kriegen, dass die Pakete unterwegs sind. Ich fange an zu stottern. Und eure Vorschläge werden natürlich auch so gut wie direkt demnächst umgesetzt. Das wäre zum einen Star Fox 2 auf dem Super NES Mini, zum anderen das Lego DC Super Villains, das kommt allerdings erst im September, aber auch darum werde ich mich kümmern, wenn auch die Zeit in der Zeit etwas knapp berechnet ist, weil da sehr, sehr viel rauskommt, aber ich werde mir den Vorschlag zum Herzen nehmen und es auch spielen. Und worauf ich mich schon sehr freue und ihr euch auch wirklich freuen könnt, ist Wet the Sexy Empire. Das wird sehr, sehr lustig und ich bin mal gespannt. Das wird eine Menge Spaß bringen. Ist ein älteres Spiel, aber ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Ja, und zum anderen darf ich noch was ankündigen. Im Moment läuft ja Crash Bandicoot und auch noch Monkey Island 1, The Secret of Monkey Island auf meinem Kanal. Und The Secret of Monkey Island wird abgelöst durch ein weiteres Point-and-Click-Adventure. Und es ist relativ neu auf dem Markt. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Ich werde es euch ein bisschen anteasern jetzt. Ich werde den inoffiziellen zweiten Teil zu Day of the Tentacle spielen. Return of the Tentacle ist von Fans für Fans gemacht.
ist aber vom Standard und vom Niveau auf gleichem Niveau, also wirklich sehr, sehr hoch angesetzt. Selbst die Synchronisation ist wirklich top, kann man nicht anders sagen. Ich habe schon mal reingeguckt und das werde ich direkt an das Monkey Island Let's Play hängen. Und dann habe ich mir noch was anderes rausgeguckt, was ich auch noch spielen werde. Ich weiß noch nicht, wann ich es bringe, auf jeden Fall, ich muss es erstmal aufnehmen. Ich kümmere mich mal ein bisschen um House Flipper. House Flipper ist eine Simulation wieder mal und es könnte sehr interessant und auch sehr lustig werden. Man fängt an mit einer kleinen Garage, mit einer Rumpelkammer und verdingt sich als Entrümpler und Renovierer und Handwerker. Und ich glaube, da werden wir auch eine Menge Spaß mit haben. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und das waren die News für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen angenehmen Abend und sag tschö mit Ö.